Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. 2018 ist etwas passiert, das ich ohne zu zögern als mein persönliches Jahreshighlight bezeichnen würde. Möglicherweise habt ihr es auch mitbekommen. Ich war auf dem Cover der Fachzeitschrift der Self-Publisher zu sehen. Ich war da abgebildet. Und man ist ja wirklich 3 Monate lang auf dem Cover zu sehen. Und was ich auch richtig cool fand, das war die Ausgabe, die dann auf der Frankfurter Buchmesse ausgelegen hat. Das Einzige, was mich hier nervt, ist, dass die Ausgabe, die ich mir aus lauter Eitelkeit am Hauptbahnhof in Köln gekauft habe, ist diese hier und irgendein Depp hat mir da Papier unter der Nase weggerissen. Man kann nicht alles haben, ne? In diesem Video möchte ich euch erzählen, wie es so weit gekommen ist, denn das war ein ziemliches Hin und Her und eigentlich recht spannend. Für mich war es sogar ein richtiger Nervenkrimi, auch wenn es jetzt Meckern und Jammern auf hohem Niveau ist. Aber ich wollte es euch einfach mal erzählen, denn ich habe aus der Sache auch was gelernt und vielleicht lernt ihr auch was daraus. Angefangen hat es auf dem Literaturcamp in Heidelberg 2018. Mit dabei bei diesem Event waren die Kinderbuchautorin Kali Stronk und meine Federwelt-Chefredakteurin Anke Gasch. Die beiden haben die Köpfe zusammengesteckt und Kali hat auf dem Literaturcamp auch noch eine ganz tolle Session über Marketing gehalten und spezielles Buchmarketing, wie man Marketing abgestimmt auf das eigene Buch betreiben kann. Ich habe mir die Session angeguckt, es war hochinteressant auf jeden Fall. Wenn ihr es verpasst habt, selber schuld. Auf jeden Fall fand Anke das auch so interessant, dass sie gesagt hat, Kali, eigentlich müsstest du darüber einen Artikel schreiben für den Self-Publisher. Das ist ja der kleine Bruder der Federwelt. Auf jeden Fall war das ziemlich schnell in trockenen Tüchern und dann war es wirklich so, dass Kali einen Marketingartikel für den Self-Publisher schreiben sollte. Auf jeden Fall piepst mein Handy und ich habe eine Nachricht von Kali. Liebe Jasmin, du weißt ja, dass ich diesen Artikel für den Self-Publisher schreiben kann, hat sie dann mir da irgendwie geschrieben. Und könntest du mir ein Foto von dir schicken, von dir mit Kinderriegel? Oder noch besser, du hast doch diese Kinderriegelkette. Kannst du nicht so ein Foto von dir machen, wie du da so drauf beißt oder irgendwie sowas ist für meinen Marketingartikel? Und ich denke, ah, geil, dass Kali an mich denkt und an meine Kinderriegelsucht. Und ja, super. Nee, klar, komm, für Kali mache ich das, ne? So, und dann habe ich mich... Ich muss hier kurz... Ich habe dabei ein paar Fehler gemacht und ich werde euch erklären, wo diese Fehler lagen. Ja, also ich werde immer wild gestikulieren, sodass ihr merkt, wo die Fehler liegen und dann werde ich euch erklären, was da passiert ist. Also, Kali wollte dieses Foto von mir und ich habe dann gesagt, ja, alles klar, mache ich. Und dann habe ich mich mit meinem Handy hier in mein Wohnzimmer gesetzt vor den Vorhang und habe mit der Innenkamera meines Handys ein Foto geschossen von mir, wie ich halt, wie Kali wollte, so da so auf diese Kette gebissen habe. An dieser Stelle übrigens vielen Dank an Annabel Stehl vom Blog Stehlblüten, die mir überhaupt diese Kinderriegelkette geschenkt hat. Ne? Also die ist von Annabel, weil viele fragen mich, wo ich die Kette her habe. Ich weiß es nicht. Annabel hat sie mir geschenkt. So, und jedenfalls habe ich dann dieses Foto mit meinem Handy, mit der Innenkamera geschossen und dann habe ich dieses Foto genommen und Kali per WhatsApp geschickt. So, wieso habe ich jetzt wild gestikuliert und was war falsch daran, was ich da getan habe? Ich habe dieses Bild vergewaltigt. Ich habe diesem Foto alles angetan, was man einem Foto antun konnte. Wie ich jetzt weiß, damals wusste ich das noch nicht. Punkt 1. Mein Handy ist nicht in der Lage, ein Foto mit einer Auflösung von 300 dpi zu machen. Wenn ihr aber ein Foto für eine professionelle Zeitschrift braucht, ja,
dann muss dieses Foto eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben. Wenn euch professionelle Medien um ein Foto bitten, dann achtet darauf, dass dieses Foto eine hohe Auflösung hat. Jedenfalls, mein Handy kann das nicht. Was ich auch nicht wusste, mein Handy und sicher auch die meisten von euren Handys hat eine Außen- und eine Innenkamera. Und die Innenkamera ist schlechter bzw. macht schlechtere Fotos von schlechterer Qualität als die Außenkamera. Das heißt, ich habe das Foto mit meinem Handy gemacht und ich habe es dann auch noch mit der Innenkamera gemacht, ja? Dieses Foto hatte also die schlechtesten Voraussetzungen, die man als Foto haben kann. Was noch? Ich habe dieses Foto dann per WhatsApp an Kali geschickt. Wie ich jetzt weiß, ist, dass WhatsApp Fotos automatisch kleiner macht, wenn man sie damit verschickt. Ja? Also wenn ihr die Qualität eines Bildes erhalten wollt, verschickt es nicht über diese App. Weiß ich jetzt, wusste ich damals nicht. Aber hey, das war ein Prozess, ich habe gelernt. Erstmal habe ich dann nichts mehr davon gehört und ich habe auch nicht mehr an die Sache gedacht. Weil, hey, mein Part war erledigt. Ich habe das Foto geschickt. Es war ja Kallis Sache, diesen Artikel zu schreiben. Peter und Carola vom Layout so, mussten das dann da irgendwie dran frickeln. Ich war raus aus der Sache. Kommen wir zum 23. August 2018, der Tag, der mein Leben verändern sollte. Was ist passiert? Ich check meine E-Mails und erhalte eine E-Mail von Sandra Ustrin, ja, die Verlegerin und derzeit auch die Chefredakteurin der Fachzeitschrift, der Self-Publisher. Liebe Jasmin, das finde ich gar nicht abwegig. Siehe unten. Hättest du das Bild in einer besseren Auflösung, also so groß wie möglich? Liebe Grüße, Sandra. Und I'm like, what? Was redet sie? Aber sie hat ja geschrieben, siehe unten. Ich scrolle also. Und da ist eine Nachricht von Peter drunter. Peter macht das Layout, also Peter und Carola machen das Layout für den Self-Publisher und die Federwelt. Und das hier war eine E-Mail von Peter. Liebe Sandra, beim Layouten des Artikels über das Marketing sind wir bei dem Bild hängen geblieben. Das ist Jasmin, oder? Und wir fragen uns, ob das nicht was fürs Cover wäre. Falls du es nicht auch ganz abwegig findest, könntest du um das Bild in besserer Auflösung fragen. Liebe Grüße, Peter. Und wollt ihr mal das Bild sehen? Das war das Bild, was ich in meinem Wohnzimmer geschossen habe. So. Aber ich weiß nicht, spiegelt das zu sehr oder könnt ihr es sehen? Vielleicht seht auch ihr, also ich bin ja ein Laie, was Fotografie und sowas angeht, aber vielleicht erkennt auch ihr an diesem Foto, wie pixelig das ist, also wie viele Kästchen das sind. Ja, also wieso es möglich war, dass ein Foto von mir genommen war. Also ich war in dieser Ausgabe nicht bloß eine Randnotiz in Kallis Artikel, so war es ursprünglich geplant. Aber ich habe ja auch aus Versehen selber einen Artikel für diese Zeitschrift beigesteuert, nämlich den Artikel benutzt den Hashtag verdammte Axt. Den habe ich im Sommerloch geschrieben und habe dann einfach gedacht, komm, zeigst ihn mal deinen beiden Chefredakteurinnen und hatte den Anke und Sandra gezeigt und dann bin ich kurzfristig im Heft gelandet. Das heißt, dass ich auf dem Cover war, war nicht so abwegig, obwohl das jetzt Peters Frage war, weil das war ja kein Foto aus meinem Artikel. So, aber trotzdem, also erstmal war ich total geflasht. Ich fand's ziemlich geil. Das Problem war nur, ich hatte das Foto nicht in höherer Auflösung. Was mache ich, wenn ich Probleme mit Bildbearbeitung habe? Ich schreie ganz laut nach Benjamin Spang. Und ich war eh mit Benny zum Skypen verabredet und habe erstmal Benny reden lassen. Saß da ungefähr so. Red schneller, red schneller. Sind wir jetzt langsam mal mit deinem Problem durch? Ich will auch. So, und dann habe ich ihm halt noch gesagt, ne? Ja, ich habe dann auch noch so eine Neuigkeit und ich brauche deine Hilfe. Und dann so, ja klar, was ist denn los? Ne? Also Benny ist ja wirklich sehr hilfsbereit. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe die Chance, auf dem Cover vom Self-Publisher zu sein. Das Problem
ist halt das Foto, das die Auflösung ist nicht hoch genug. Kannst du mir helfen? Und Benny erstmal voll gefreut, so, ja geil, boah, du kannst aufs Cover, wie cool ist das denn, ich freue mich voll und so, ne? Also, man muss echt sagen, Benny ist ein echt guter Freund. Richtig gut, ne? Also der freut sich dann auch mit einem. Und er hat mir aber dann auch direkt den Wind aus den Segeln genommen und hat gesagt, Jasmin, ernsthaft, ich versuche dir zu helfen, schick mir das Foto mal, nicht per WhatsApp, aber also ich kann das jetzt hier am Computer hochskalieren, aber es ist halt so, der Computer rechnet da jetzt Pixel hin, wo keine sind. Es wird einfach nicht die gleiche Qualität haben, wie wenn du das Bild direkt mit hoher Auflösung gemacht hättest. So. Ich dachte so, ja, okay, versuch's trotzdem, ne, so, also meine Eitelkeit war jetzt auch schon, ne, so ein bisschen angekitzelt, ne, also ich wollte jetzt aufs Cover, ne, ich wollte das jetzt. Und, ich so, Benni kriegt das hin, Benni kann das, Benni, wenn einer das kann, dann kann Benni das, ne, so. Benni hat das dann gemacht und hat es dann per WeTransfer an Sandra geschickt oder an mich, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es dann bei Sandra gelandet. Problem war, es hat wirklich nicht gereicht. Die Qualität war immer noch nicht gut genug und dann haben Sandra und meine Kollegin Angelika, die auch zum Autorenweltteam gehört, die haben dann angefangen, mich mit Blogbeiträgen über Bildbearbeitung zu bombardieren. Die beiden meinten es echt gut. Die haben ja auch gemerkt, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, dass ich aufs Cover kann und alles, ne? So, und die wollten ja jetzt auch, dass ich die Chance bekomme, dass es auch tatsächlich klappt. So, aber das Problem ist, Bildbearbeitung, ich verstehe gar nichts davon. Und wenn du mir einfach so einen Blogbeitrag um die Ohren haust, das sind böhmische Dörfer für mich. Ich verstehe da nichts. Die Begriffe alleine müsste ich alle, jedes zweite Wort muss ich erstmal googeln. Und nachher, boah, ich war so angepisst. Ne? Ich meine, ich habe jetzt zu den beiden nicht gesagt, boah, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe oder so. Ne? Die meinten es ja auch nur gut, die wollten mir auch helfen. Aber meine Laune war echt so im Keller. Echt, wenn ihr mich mal zickig erleben wollt, dann bombardiert mich hier mit so Blogbeiträgen über Bildbearbeitung oder fahrt mit mir Straßenbahn. So, oh Gott. Ich war so, oh. Auf jeden Fall hat das dann halt alles nichts gebracht. Ich habe das mit dem Bild nicht hingekriegt und irgendwann hat Angelika diesen Satz gesagt, weil ich habe dann gesagt, dann schaffe ich es wohl nicht aufs Cover, ha? Und die so, nee, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, nicht. War so angefressen. Ich habe ja kein Anrecht darauf, aufs Cover zu kommen, ne? Aber ich habe das schon gesehen und ich habe mich schon gefreut und alles und dann puff, war's weg. Boah, dann habe ich angefangen, meinen Koffer zu packen, weil an dem Wochenende war ich mit Annika Bühnemann verabredet. Annika hat ja Anfang 2018 ihre kleine Tochter bekommen. Und ich hatte die Kleine ja noch gar nicht auf dem Arm. Und Annika und ich, wir hatten das ganze Jahr schon gesagt, dass ich sie im Norden besuchen komme und dass ich auch mal die Kleine kennenlerne. Und das hat einfach nicht hingehauen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir das. Und wir waren halt an dem Wochenende verabredet. Boah, und jetzt war ich stinkesauer, als ich den Koffer gepackt habe. Ne? Ich habe meine Haarbürste so richtig in den Koffer geschleudert. So scheiße, alles doof, alles kacke. Und Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, dass Annika jetzt echt voll die arme Sau ist, weil die sich jetzt das ganze Wochenende mein Gemotze anhören muss. Wie scheiße das ist, dass ich jetzt doch nicht aufs Cover komme und so. Und dann kam irgendwann der Gedanke, naja, aber wenigstens kann Annika es nachvollziehen, weil die ist ja selber Fotograf. So, weil, das habe ich jetzt vergessen zu erzählen. Benny hatte mir noch gesagt, dann mach das Foto doch einfach nochmal neu. Und ich so, ganz toll, dann mach ich das Foto nochmal neu mit meinem Handy, um wieder ein Foto mit schlechter Qualität zu haben. So, ganz toll, ganz großes Kino. Okay, der arme Benny, woher soll der wissen, dass ich keine andere Kamera als mein Handy habe? Der meint es ja auch nur gut. Die wollten mir alle nur helfen und ich, undankbare Bitch, zick die so an. So, ne? So, aber dann kam mir halt der Gedanke, Annika hat den ganzen Kram. Annika arbeitet auch als Fotografin. Und ich dachte so, okay, durchatmen. Wo ist das verdammte Telefon? So, hä? Wenn man mal ein Festnetztelefon braucht, dann ist keins da, weißt du? So, gefunden. Alles klar, Sandra angerufen. Ne?
Ja, guten Tag, Sandra Ullstrich hier. Ich so, Sandra! Dann hab ihr halt erzählt, dass ich mit Annika verabredet bin und was wäre, wenn Annika sich bereit erklärt, das Foto nochmal mit mir zu machen? Was wäre, wenn wir das an diesem Wochenende hinkriegen? Würde es zeitlich noch hinhauen, dass dieses Foto rechtzeitig da ist, dass ich aufs Cover kann? Dann ging es erstmal los. Ich musste Sandra echt voll überzeugen, ne? So. Sandra so, ja, aber ihr seid doch so verabredet, ihr wollt doch Spaß haben und euch nicht mit so einem Foto rumplagen und so. Ich so, wir können auch Spaß haben, wenn wir so ein Foto machen. Naja, und du hast halt so frech in die Kamera geguckt. Ich kann wieder so frech gucken. Ach, naja, und du hattest dieses tolle Top an. Ich kann das Top wieder anziehen. Irgendwann hat Sandra dann gesagt, okay, versucht es, ja? Sie hat aber gesagt, es ist ein Versuch. Weil Peter fand das halt wirklich so toll, dass ich halt so kackfrech geguckt habe und alles. Und was Sandra halt an dem Top, das ich jetzt auch gerade trage, was sie da so toll fand, war, dass ich jetzt hier nicht ein Dekolleté bis zum Bauchnabel hatte, sondern dass es so geschnitten ist, ja? Also es ist nicht so steif, es zeigt halt ein bisschen was von meiner Schulter, aber immer noch züchtig genug, dass man das auf so einem Cover zeigen kann. Also übrigens, ich mag dieses Top auch sehr. Ich mag halt so schulterfreie Sachen halt auch wirklich. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Nur mal so, Randnotiz. So, also Sandra hat gesagt, ist okay. Ich zum Schrank gepäst, das Top gepackt, Kinderriegelkette gepackt, alles in den Koffer. So, dann habe ich natürlich, das war übrigens gerade, ich weiß nicht, ob ihr das Piepsen gehört habt, das war mein Wasserkocher. Wenn man den 2 Stunden nicht benutzt hat, dann piepst der und ja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann Annika eine Nachricht geschrieben über das verfluchte WhatsApp, das mir schon so viel Kummer bereitet hat und habe gesagt, so und so schaut's aus, würdest du mir helfen? Und Annika so, okay, ne, klar, okay. So, und ich so, oh mein Gott, Gott. Ich hab eine Chance, ne, so, und dann war ich auch direkt wieder gut gelaunt, weil da war immer noch Hoffnung. There was still hope. Okay. Top, Kette, alles war im Koffer. Alles klar, wunderbar. Da habe ich gedacht, okay, jetzt packst du dir auch noch Schminke ein. Und dann ging es ab in den Norden. Und ja, das Wochenende war auch echt cool. Und Annikas Kleine ist auch echt ein Herzchen. Und die hat die Fotosession auch wunderbar mitgemacht. Annika hat sich die mit so Tragesystem, wie heißt das? Dieses komische Tuch, womit du dir ein Baby so an den Körper schnallt, ganz ohne dass es erstickt oder sonst irgendwelche Verrenkungen machen musst. Also, keine Ahnung. Also, sie hat so ein Tragesystem genommen, hat sich dann die Kleine auf den Rücken geschnallt, hat Musik auf ihrem Handy angemacht. Ne? Sie hatte dann irgendwie Scheinwerfer und ihre professionelle Kamera und so und hat dann noch den Hintergrund da zurecht gemacht und alles. Dann hat sie mich da hingestellt und hat gesagt, so, Tanz. Ne, so, ich weiß gar nicht, was war das für Musik? Shakira, Beyoncé, ich glaube Beyoncé. Haben wir dann halt so eine kleine Fotosession gemacht und die Kleine hat das alles voll mitgemacht. Ich habe zwischendurch Fratzen geschnitten oder so, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, liebes Kind, bleib bei Laune. Aber die war total tiefenentspannt. Ich glaube, die hatte sogar selber ein bisschen Spaß. So, und ich habe dann da rumgehampelt und rumgetanzt und dabei sind echt ein paar richtig coole Fotos entstanden. Übrigens, Annika, an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du hinterher bei der Bildbearbeitung mir diesen dunklen Zahn, dass du mir den auch weiß gemacht hast. Und ich hatte einen Pickel, den hat sie mir auch weggemacht. Das war total cool. Auf jeden Fall sind da ein paar echt coole Fotos bei rumgekommen, zum Beispiel das hier. Sieht ganz süß aus, allerdings ein bisschen zu brav. Fürs Cover war es jetzt nix, wie auch zum Beispiel das hier. Und ich bin auch froh, dass es das hier nicht geworden ist. Ich hatte eigentlich vor, dass niemals jemand dieses Bild zu sehen bekommt. Jetzt habe ich es euch doch gezeigt. In einen Schnappschuss habe ich mich total verliebt. Den hat Annika auch schwarz-weiß gemacht, nämlich diesen hier. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe den nachher sogar beim Fotografen professionell ausdrucken lassen und jetzt habe ich ihn eingerahmt an der Wand hängen. Weil es passiert echt nicht oft, dass ich mich auf Fotos mag. Aber auf diesem Foto mag ich mich. Und auf jeden Fall war auch
dieses Foto dabei. Und vielleicht kommt es euch bekannt vor, denn das ist nämlich dieses Foto. So, ja. Spoiler! Natürlich, ihr wisst es ja schon, dass ich es aufs Cover geschafft habe. Ich kann euch gerne mal gerade den Vergleich zeigen. Vorher und nachher. Allerdings hat mich Sandra das ganze Wochenende noch auf heißen Kohlen, auf glühenden Kohlen sitzen lassen. Ich habe dauernd in meine Mails gecheckt. Also nicht, dass ich das Wochenende mit Annika jetzt nicht genossen hätte, aber ich wollte natürlich wissen, hat es jetzt gereicht? Ist es super so? Ist es okay so? Ist eines der Fotos dabei? Also wir haben natürlich mehrere Fotos Sandra geschickt. Ne? Ist das jetzt dabei? Ist da jetzt das Passende dabei? Bin ich auf dem Cover? Und am Montag bin ich fast ausgerastet, habe ich Sandra eine Mail geschrieben. Habe gesagt, jetzt Sandra, jetzt sag, bin ich auf dem Cover oder nicht? Ne? Und Sandra hat dann nur zurückgeschrieben, lass dich überraschen mit 1000 Smileys dahinter. Habe ich dann Benny erzählt, total frustriert. Und Benny so, ja komm, wenn sie schon so reagiert, dann bist du doch auf dem Cover, oder? Also ich meine, alles andere wäre doch total fies und Sandra ist doch nicht fies. So, und Benny war übrigens auch derjenige, der mir geraten hat, es nicht groß rum zu erzählen, dass ich es aufs Cover geschafft habe. Normalerweise posaune ich sowas ja sofort über die sozialen Medien raus. Ne? Also das kann ich ja gar nicht bei mir behalten, wenn so eine geile Nachricht kommt. Ne? Aber er hat dann gesagt, ja, aber stell dir das doch mal vor, wie geil das ist. Alle öffnen ihre Briefkästen und dann haben sie eine Zippy im Briefkasten. Ja, I see your point, Benny. Ne? Aber boah, ich weiß nicht, ob es mir jemals so schwer gefallen ist, irgendwas für mich zu behalten. Ne? Die Warterei war so schlimm, aber umso geiler war es dann, als dann der Self-Publisher tatsächlich erschienen ist. Also ein paar Tage vorher hat Sandra mir dann auch tatsächlich die U1 geschickt, wie das Cover dann heißt, die U1. Und da habe ich dann zum ersten Mal dieses Bild gesehen und ich war eigentlich auf der Arbeit in der Besprechung und ich bin nur mal kurz auf die Toilette gegangen und danach habe ich mal kurz meine Mails gecheckt und da war das Cover. Und ich bin mit so einem Grinsen bin ich zurück in die Besprechung gegangen und ich habe ja gar nichts gesagt. Ich habe nur geguckt und gegrinst und gelächelt und gestrahlt und meine Kollegin so, irgendwas ist gerade passiert. Ne, so. Und dann haben die mich natürlich in der Pause ausgequetscht, was ist los, warum strahlst du so? Und dann habe ich da mein Cover rumgezeigt und alles. Ne? Und mein Chef hat dann sich selber voll gefreut und hat gesagt, du musst das, die Zeitschrift dann unbedingt mal mitbringen, wenn die draußen ist und alles. Ne? Und es war so toll. Dann überhaupt, also in Frankfurt dann halt auszuliegen und die ganzen Fotos, die man geschickt bekommt, ja, also ich habe ja Fotos von Leuten, die sich selber dann so hingestellt haben und auf einen Kinderriegel oder auf eine Möhre gebissen haben und alles, ne, und es ist unglaublich. Ich habe mir auch das Cover dann vergrößert, ausgedruckt, eingerahmt und es hängt an meiner Motivationswand und ihr braucht gar nicht so zu gucken, ihr hättet das Gleiche getan, also tut nicht so. So. Meine Eltern haben auch eine Ausgabe bei sich zu Hause liegen also ich habe wirklich über die 3 Monate habe ich dauernd irgendwelche Nachrichten bekommen und es war einfach unglaublich und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Aufmerksamkeit einem das bringt und ich habe das nie so mitgekriegt, dass die anderen, die vor mir auf den Covern waren, dass die auch so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, aber ich denke, das kriegt man einfach intensiver mit, wenn man es dann selber ist. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, also ihr müsst euch jetzt einfach mal vorstellen, wie viele Leute ich damit beschäftigt habe, meine Eitelkeit zu befriedigen, ja? Sandra und Angelika, ne, klar. Peter und Carola, die haben wahrscheinlich auch schon an dem Foto da rumgedoktert, um zu gucken, ob das aufs Cover passt. Benny und Annika, ja? Kalli, klar. Ne? So, ich zähle Anke jetzt auch mal damit. Das sind 8 Personen, die daran involviert waren, dass ich aufs Cover gekommen bin, die ich damit beschäftigt habe. Und das kannst du natürlich nicht bringen. Also ich habe mir vorgenommen, dass das nie wieder vorkommt, dass ich so viele Menschen wegen eines Fotos beschäftige und auf Trab halte.
Ich habe Annika einen ihrer Scheinwerfer abgenommen. Sie hat gesagt, sie hat einen, den sie mir abtreten kann, habe ich abgenommen. Ich habe ihr eine ihrer Kameras abgekauft. Mit der kann ich jetzt tatsächlich Fotos von besserer Qualität machen. Da muss ich mir aber noch einen neuen Akku zu kaufen. Und ihr seht jetzt hinter mir, ich habe mir so ein paar Hintergründe gekauft, also so ein Gestänge, an das ich die dranhängen kann. Und halt so eine Art bedruckte Bettlaken sind das, die man dann da aufhängt, damit ich einen ebenmäßigen Hintergrund habe, weil ich den sonst in meiner Wohnung einfach nicht habe. Einfach damit das nie wieder vorkommt, dass ich Fotos von niedriger Qualität irgendwie abgeben muss. Und ansonsten, ohne Witz, wenn es hart auf hart kommt, werde ich einfach demnächst zu einer Fotografin gehen, wenn ich irgendwie ein spezielles Foto brauche. Also was anderes als mein Autorenporträt. Und ja, vielleicht bewahrt euch das ja auch davor, dass euch sowas passiert. Ne? Also bitte denkt immer daran, wenn ein Medium euch um ein professionelles Foto bittet, dann achtet darauf, dass dieses Foto mindestens eine Auflösung von 300 dpi hat. Ja, 300 dpi, das merkt euch bitte. Und jetzt alle zusammen. 300 dpi. Sehr schön. Wunderbar. Ja, das war meine Geschichte, wie ich auf das Cover vom Self-Publisher gekommen bin. Ich hoffe, dass nicht jedes einzelne Cover meinen Kolleginnen und Kollegen so viel Arbeit macht wie dieses. Aber ich wünsche euch einfach mal, dass es euch auch mal passiert, auf ein Cover zu kommen, sei es die Federwelt oder der Self-Publisher oder so. Es ist so geil. Es ist so geil. Wenn euch dieses Video gefallen hat, obwohl es so lang war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich immer besonders. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Kommentare finde ich auch immer super. Ich interagiere immer gerne. Erinnert ihr euch übrigens noch an die blöde Kuh in der Deutschen Bahn, die euch geschubst hat? Jedes Mal, wenn jemand meinen Kanal abonniert, rutschen der beim Händewaschen die Ärmel runter. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in einem nächsten Video wiedersehen oder auf Twitter oder auf Instagram oder auf Facebook oder auf einer der zahlreichen Veranstaltungen, die ich das Jahr über besuche. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!